Herzlich willkommen zu Portal 2 Koop-Modus. Wir sind noch immer in der Kammer. Oh, der Waffe! Haben der Waffe! Offscreen ein bisschen gerätselt. Wie cool! Und eingesehen, dass die Idee, die ich in der letzten Folge hatte, auch wieder scheiße ist. Naja, scheiße. Nein, doch, sie war. Wir lassen euch jetzt wieder ein bisschen teilhaben an der ganzen. Okay, der Würfel ist gerade wieder desintegrated, aber wir können ja erstmal unsere. Ja, wir brauchen den Würfel dafür. Ah! Ich gehe einen Würfel holen. Sie haben mir wieder ganz viele Szenarien ausprobiert, überlegt, aber irgendwie. Also dieser Sprungwürfel macht das Rätsel unnötig nervig. Nicht dadurch, dass es schwer ist, sondern dadurch, dass der Würfel überall rumjumpt. Und man keine safe Lösung hat. Ich mesche die ganze Zeit damit das ich es irgendwo fange. Das ist wie in einem Rollenspiel, du bist eigentlich durch und dann sagt dir irgendein Quest, geh nochmal ganz zum Anfang des ewig langen Gebiets zurück und bring eine Blume hin, um dann 3 Potions zu bekommen. Wo man dann ewig unterwegs ist, das bringt überhaupt nichts, nervt extrem. Und oh Gott, ich hab ihn. Oh, danke. So. Also, wir probieren jetzt mal irgendwie so eine Sache mit Flingen. Und dann machen wir mal. Okay. Hast du jetzt alles schon platziert, dass man hoch kann? Er ist jetzt oben. Er ist oben, okay. Dann fahre ich dich jetzt hoch und jetzt beschreibe ich dir. Ich muss halt dafür den Würfel kurz loslassen. Das ist auch doof. Dann mach mal. Ah, doofe Würfel. Ja gut, wir können den immer wieder wiederholen wahrscheinlich. Genau. Schreibe mal schnell, damit ich nicht. Wo ist er? Folgendes. Wenn er an der Ecke ist, ist er gut, dann kann er nicht kaputt gehen. Da und da. Und du platzierst und jetzt jumpe mal bitte in mein gelbes rein und gucke einfach mal, wie weit du da rausfällst. Wir müssen das einfach mal testen. Okay. Oh mein Gott, das ist okay. Also mach's nochmal. Ja, aber der Würfel ist wieder weg. Ist der Würfel jetzt wieder desintegrated? Ja, ist er. Oh, ist das toll! Oh, macht das einen Spaß! Isn't it a fun game? Gut, dass ich so gut im Würfelfangen bin. Also eigentlich zu meiner letzten Kammer, das ist die erste Kammer, werde ich gesagt, kurz Portal 2. Alles klar. War schön für einen One-Shot. Wieder Rock da. Ja, es gibt leider Portal-Mod-Games, die sind durchweg Himmel so hilf! Himmel lass Hirn von mir fallen. Und Rock da. Himmel lass Hirn von mir fallen. So, jetzt mach am besten die Portale mal selber. Sitz einfach mal eins auf den grau gekachelten da unten und lass den Hellblaus. Linke Taste. Genau. Ja, der fällt da gegen die Wand, das ist auch scheiße. Warte mal, wenn ich ein bisschen schräg springe, dass ich dann vielleicht auf diese schräge Fläche fliegen kann. Wird nicht funktionieren. Was wolltest du damit bezwecken, Frozenheit? Wir wollten gucken, ob wir uns zusätzliche Fliehkraft kriegen. Holen können, wenn man mit 4 Portalen arbeitet. Aber bisher habe ich keine Variante gefunden, wo das geht. Ich bleibe dabei, dass das blaue G hier rauskommen muss. Und wir haben bereits geguckt, das blaue G kriegen wir hier nicht her. Ich hätte wir übersehen, irgendeine Kleinigkeit. Das wäre toll. Wenn wir die nämlich dann finden, dann wissen wir, was wir tun müssen. Hier irgendwas übersehen, das wird ganz am Anfang, aber nein, oder? Kann ich den Würfel da echt nicht rein? Ich muss noch mal echt gucken, ob der Würfel nicht irgendwie automatisch akzeptiert werden kann. Sonst halten uns die Zuschauer hier noch für dumm. Warte mal! Ich kann nicht mit dem Würfel selbst da. Aber es wird nicht aktiviert. Nein, aber doch, es wird aktiviert. Guck mal bitte, was passiert. Er ist ja nicht da, er muss ja erst mal rüber. Weil ich habe gerade gesehen, dass die orange Linie da nicht aktiviert ist. Also es ist wahrscheinlich falsch, aber. Ach so, das ist nur, dass wir überhaupt durch die Tür durch können. Ja. Das ist ja dumm. Das ist ja nicht mal für die Fläche da oben. Alter Schwede, also wir müssen auf jeden. Diese Höhe da oben muss diesen Unterschied geben. Allerdings wie? Damit haben Sie sehen mich ratlos. Das ist echt gerade ein bisschen geschickt. Also meine Idee ist halt, dass wir nochmal probieren, da hoch zu gehen, weil es kann nur damit zusammenhängen. Es kann nur das sein. Noch mal hier, vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Kann man ja. Du kannst mal machen. Dann gucke ich mich hier so lange noch weiter. Seht ja, was Frozen Eye macht. Ich habe zugeschaltet. Ja, Frozen Eye guckt sich ratlos um und fragt sich, was ist das hier alles? Also, es ist kein tolles Spiel, aber. Diese die Kammer ist halt echt scheiße. Die Kammer ist echt gerade ein bisschen down. Downgrade. Link da raus ist nicht weit. Aber okay, dass da nicht weit genug ist, ergibt Sinn. Wenn ich hier oben blaues Gelim bekommen hätte, könnte ich natürlich so springen, dass ich, Gesundheit. Wenn ich hier blaues Gelim bekomme, wo ich stehe, könnte ich natürlich im Sprung versuchen, von dort ein Portal nach unten zu schießen. Weil
als du ja, da bekommst du kein blaues Gehirn. Nee, da kommst du keinen Sinn und ich glaube, es macht auch nicht so viel Sinn. Es ist echt doof, dass da eine schräge Fläche ist. Da. Da. Ja, da. Aber da drüben ist eine flache. Ja, aber es ist mal auf dem Tabbildschirm. Es ist wirklich eine blöde Zusammenstellung. Andersrum wäre es aber. Es ist immer noch komisch. Eigentlich würde ich fast denken, man müsste von da oben, man müsste von da oben eigentlich irgendwie da rüber können. Ich würde das fast nochmal probieren. Ja, probier es mal. Ich würde das, ob der den Würfel ja, um hochzukommen. Danach soll er halt wieder wegspringen. Ja, ich würde das einfach nochmal probieren, weil es ist die einzige. Hast du mich dazu? Ja, ja, also im Prinzip, wir sind jetzt so weit runter in unserer Verzweiflung, dass wir hoffen, dass das Portal zum Rausfliegen nur einen Millimeter zu tief war. Ja. So traurig es auch klingt. Selbst Nahspur hat es zwar mal gespart, aber auch keine Ahnung mehr. Das ist ja schon Jahre her. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das mit meinem Bruder damals gemacht habe. Also, genau. Cloud geht wieder hoch. Oder halt, er übernimmt den Würfel, was euch lieber ist. So. Ja, oder über den hochfahren. Ja. Und jetzt musst du den Würfel ja eh loslassen, weil du ihm ja jetzt die beiden Flingportale setzen musst. Der kommt ja an die andere Wand nicht mehr ran. Und darum sage ich, wenn der Würfel sich jetzt auflöst, dann löst er sich halt auf. Dann müssen wir zumindest was wir machen müssen. Setz es mal bitte gerade. Das Gelbe bitte gerade. Ja, oder funktional, dann probieren wir es mal. Ja, ja, es war klar! Es war ein Millimeter zu viel. Wir haben es genau einmal probiert und, ich habe den Würfel sogar gefangen. Himmel, ja. Du hast den Würfel gefangen? Ich habe ihn gefangen. Well, that would have been way more easy. So. Wassermarsch. Alter, wir haben halt so, tatsächlich. Lass die Würfel. Wir haben das halt tatsächlich nur einen Millimeter falsch gesetzt. Wasser ist drin. Ihr könnt raus, ich hab das Rätsel gelöst. Also gelöst noch nicht ganz, aber wir sind wirklich gut dabei. Haben wir es immer noch nie gelöst? Jetzt müssen wir immer noch darüber. Und wie wir das machen? Naja, das stimmt. Naja, das ist nicht so schwer. Naja, doch. Also das Ding ist, es ist natürlich jetzt super einfach, weil wir den Laser jetzt ohne Probleme blockieren können. Das Ding ist, wir müssen jetzt eigentlich immer noch darüber fliegen. Ah, dafür ist die weiße Wand neben dem Alter. Ja, okay, witzig, verstehe. Ne? Witzig, gut, ne? Ergibt Sinn. Um deinen Würfel durchzugeben, oder? Ja. Na dann, jetzt musst du es nicht machen. Jetzt können wir uns natürlich. Warte mal, ich mal gucken, fällt der direkt rein? Ja. Ah, ah, na klar. Ist die Wand da. Das ist der Sinn. Also, selbst wenn er da nicht perfekt liegt, er aktiviert. Jetzt. Das Ding ist, das würde theoretisch. Das wollte ich nicht vor. Was? Ich wollte nur, dass der Würfel ja, nicht wieder wegfliegt. Ja. Klar. Ja, dann setzt deine Portale irgendwo an die Decke und nicht immer an den Fußboden. So. Und die reine Theorie würde jetzt besagen, dass ich. Das kommen wir jetzt bitte mal hoch, also auch ins Rote rein, bitte. Dass theoretisch der Sprung ins Hellblaue reichen müsste, um drüben zu landen. Müsste er eigentlich. Müsste er eigentlich. Wenn ich jetzt natürlich hier. Beziehungsweise warte, ihr müsst erst noch den Würfel weggeben. Ja, ja, ich weiß, das weiß ich. Das weiß ich. Genau, jetzt habt ihr die Höhe und angeblich müsste reichen. Warte mal, ich setze das mal, ein bisschen gerade. Ja. Ich meine, die Theorie würde es besagen. Tut es. Warum auch immer das vorhin nicht gereicht hat. Okay, dann war die letzte Folge so ein bisschen. Remember your training. You are kill. You turn the lights off. Night vision, night vision. Your move. Mystery one. She turned the lights back on. Night vision off. Night vision off. Hä? Okay. Was ist das bitte? Also jetzt hört sich das echt an wie Portal 3 oder so. Dass hier indirekt angekündigt wird, aber das wäre mir neu. Dann geht's ja noch weiter. Es ist bestimmt irgendeine blöde Lappalie am Ende. Es muss so sein. Weil ich gelacht habe? Nein. Ich habe kein Pokerface. Nein, ich habe dir gar nicht ins Gesicht gesehen. Es muss irgendwo. Oh, das sieht ja cool aus. Ja, das ist jetzt wie bei dem Johnson-Anfangsraub, wo das erste Mal das alte. Ich dachte, mit den Kammern sind wir durch. Jetzt müssen wir hier noch weitermachen. Na, ihr seid doch bei jedem Testkurs war doch ganz am Ende immer hinter den Kulissen. Und jetzt seid ihr wieder hinter den Kulissen. Bist du da jetzt? Achso. Durch Portale. In diesem Spiel relativ wichtig sind. Aber sind wir ehrlich, nichts wird jemals wieder so schwer sein, wie diese Kammer gerade eben. Aber. Ehrlich, es war an der Mechanik gescheitert. Es war nicht mal ein Denkfehler, es war wirklich einfach. Aber es hat echt in beiden Fällen nicht hingehauen. Beide Flinksprünge haben nicht funktioniert. Und da hat man halt sofort gedacht, dass irgendwas noch nicht reicht, dass uns irgendeine Kleinigkeit noch fehlt. Ja, beide Sprünge haben nicht gereicht, das ist so bescheuert. So, okay. War das denn cool? Keiner weiß das.
Ich will mal gucken, was hier ist. Aber theoretisch kommt ihr ja jederzeit wieder rein. Was? Bin ich ach, hier du, ich folge dir einfach. Das ist einfacher. Weil einfach, einfach, einfach ist. Ah, okay. Hier kann man nämlich klingen. Was? Da kann man klingen? Zeig mal. Wenn du hier nach unten guckst und auf der anderen Seite, warte, fling du mal, ah, ich geh mal runter, ich schieß dir das Portal, so wie du es brauchst. Aber wir müssen eh beide, das weißt du ja. Aber gut, ja, kannst du machen. Guck mal, ob das überhaupt, warte mal. Nee, das ist doch gut so. Guck mal, ob das so sitzt, das blaue, das hellblaue, dass du auf der Leiter landest und nicht daneben. Ach so. Kann der Hand ja nicht gucken. Ah, doch, doch, das kann ich vielleicht ein bisschen sehen. Ja, müsste gut genug sitzen. Okay, gut. Ich probier's einfach mal. Und wenn nicht, dann sterbe ich halt. Nee, du stirbst nicht, du fällst einfach nur. Das war sogar perfekt. Und jetzt kann Frozen Eye genau die gleichen Portale setzen und Cloud läuft einfach auch da hoch und ja, dann springt Cloud auch. Ja, okay. Also, ich mach's mal ein bisschen weiter. Wow, das ist Überschreibung gegangen. Das war eine spezifische Stelle. Wie ja, ich denn da hochgekommen? So. Na, und da oben ist doch eine weiße Wand. Ja. Eine beliebige. Und jetzt sucht er eine beliebige andere weiße Wand. Genau. Und dann kannst du einfach meine Portale ausnutzen und zu mir kommen. Gut, das war wenigstens wieder mal was Einfaches. Ey, das gerade war... Das war ja nicht mal schwer. Wir hatten ja theoretisch die Lösung. Es war einfach nur gerade... To boost morale, I think we need a code name for the elite squadron we have here. We should name it after your specialty. I know. Special team falling into acid force. Well, that concludes the motivational speech. Go get her. Okay. Zeig mal her. Der wahre Endgegner. Oh mein Gott, ich hab... Ich spoiler es nicht für die Zuschauer, ich hab ne Idee. Ich glaube dir, wenn du danach sagst, du wusstest es. Oh mein Gott. Oh nein, es ist wirklich... Run! It's the bird! I have a plan for this. Abort! Forget your training. Run! What are you doing? Why are you not running? Get back! She's at the controls. You're not killing machines. I lied about that. Run! Oh, oh God! Abort! Mission abort! Retreat! 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 I warned you. Mission abort! Retreat! Oh God! We've lost. It's over. Oh, that was close. Nice hustle, kill machines. You know, shooing that bird out of the facility just now taught me a valuable lesson. Oh my God, she's gestating a clone army! Smash them! Smash them and stomp them and... And... Wait. I have a better idea. Hello, and welcome to the Aperture Science Oviparous Warming Vault. You were abandoned, because you're worthless. You're worthless, unloved birds with fat, ugly beaks. I'm honestly impressed that you managed to squeeze those huge beaks into such tiny eggs. Yes, I'm talking to you, Mr. Chubby Beak. You marshmallow. Oh! No, you are not marshmallows. Are you? Look at those cold avian eyes. Those talons. Those razor-sharp beaks. You're little killing machines, aren't you? Yes. Go to sleep, my little killers. Mommy's got a big day for you tomorrow. Oi, 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 oi. It was a bird! It's a bird! The bird is the word! Ist das erwartet schon sein? Das war tatsächlich das, was ich jetzt ganz am Ende dachte, okay, das, wenn das tatsächlich sowas Lächerliches ist, es gab eigentlich nur einen wirklich anderen großen Antagonisten, Bortle 2 für GLaDOS, und das war, als sie eine Kartoffel war, der Vogel. Genau, und die hatte einfach bloß zufällig wahllos irgendwelche Tasten gedrückt, darum war halt auf einmal Licht aus, dann war Licht wieder an, das ist mal kaputt, pieper. Das ist ein Schwachsinn. Ja, nicht? All testing courses are currently available. Glückwunsch, ich habe den Co-Bonus geschafft. Yay! War nochmal ein cooles Ende. Das war wirklich cool. Einer Kammer, die ziemlich komisch... Die ihr eigentlich schon gelöst hattet. Das haben wir super das gut gemacht. Sehr, sehr komisch. Zeigen wir nochmal jede Geste, die es gibt. Nein. Das war auf jeden Fall die hier nochmal. Wir sind die besten Partner. Cool. So, Fazit, Freunde. Wie fandet ihr Koop? Koop war eigentlich ziemlich cool.
Ich würde den Schwierigkeitsgrad jetzt im Endeffekt eigentlich ungefähr so einordnen wie von Portal 2, weil wir hatten eigentlich keine großen Hänger, wir hatten kleine Hänger. Das am Ende war jetzt so ein typisches Ding, wo ein Mechanik einfach durch Zufall zweimal nicht so geklappt hat, wie wir denken, und dann dachten wir wirklich, wir haben irgendein Detail übersehen. Aber im Endeffekt einfach nochmal probieren und dann geht's. Ich bin ganz froh, dass ich mit einem relativ talentierten Spieler wie dir spielen konnte. Ich glaube, zwei Leute von mir wären hier ziemlich aufgespissen an einigen Stellen gewesen. Ja, doppelte Folgenzahl. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber... Anderthalb. Dreifache. Aber definitiv sehr, sehr cooles Spiel. Dass es am Ende halt an so einem komischen, nicht geklappten Flinkversuch gescheitert ist, na gut. Ja, das war ein bisschen... Es war ein bisschen antiklimatisch, aber... Wir waren kurz davor, bei YouTube zu gucken, aber wir haben es nicht gemacht. Jetzt könnt ihr es bei YouTube gucken. Wie man es eigentlich lösen sollte. Ja. Speedrun mit drei Portalen in 5 Sekunden, go. Ja, echt, so eine Leute sind natürlich sehr krass. Ich habe auch mal einen Speedrun gesehen, der war im Prinzip eine Person, die beide gleichzeitig steuert. Das ist auch eine Kategorie. Die war auch sehr cool. So, er hat die Winken-Geste gemacht. Ja, aber... Ziemlich weiter, ich mache ein paar Desktop-Gesten. Achso. Ärgert mich. Ja, ansonsten die geheime Mechanik an sich mit jetzt halt 4 Portale und 2 Leute. Dass du das im Prinzip ist, war ja rein von den ganzen Rätselmechaniken alles, wie man es im Singleplayer kannte. Mhm. Und jetzt halt so, dass man genau 2 Portale mehr brauchte, immer 2 Leute mehr. Also ein bisschen mehr auf Kooperation, Zeit etc. anlegen. Ja. Tatsächlich, also das Portal, als man Portal 2 das erste Mal über Portal 1, bietet sich eigentlich an, dass man das mit mehr Leuten zu spielen, also Multiplayer. Ich meine, man kann mit 2 Portalen sehr viel machen, aber mit 4 Portalen bietet sich einfach an. Ich denke jetzt aber auch, dass es wahrscheinlich, wenn man wegen 6 oder 8 Portale nehmen würde es wahrscheinlich nicht mehr viel mehr rausgehen. Nein, das Ding ist, irgendwann über den sinkenden Grenzertrag, natürlich irgendwann ist so, gut, jetzt machst du 20 Portale, gut. Weil dann ist wirklich bloß noch dieses, du brauchst halt wieder eine Person mehr, die einfach nur dafür da ist, um es wieder von A nach B weiterzunehmen. Na, es ist auch wieder dieses typische Problem in Gruppenarbeiten, es wird einfach zu dritt auch irgendwann schwierig, sich zu koordinieren. Und was ich jetzt noch dazu sagen will, auch die Größe der Portalkammern müsste teilweise extrem groß sein. Ja. Das kann auch einfach nur nervig werden. Und dann vor allen Dingen frisst das Haufen Ladezeit und Haufen. Die Dichtigkeit der Rätsel ist dann auch vielleicht ein bisschen zu hart. Genau, darum denke ich, Zweier ist okay, gut, genau. Dreier oder Vierer fände ich. Die Anzahl Möglichkeiten, die man mehr hat, wenn man mehr Spieler nimmt, die ist halt überproportional zu dem, was das Spiel einfach bieten kann. Und dann sitzt man halt irgendwann da und denkt sich, ja gut. Da muss man auch vielleicht mal über die Länge reden. Ich fand auch die Länge vom Koop-Teil eigentlich angenehm. Muss ich sagen, also wenn man das zu zweit vielleicht wirklich... Stück kürzer als der Hauptteil. Wenn man das zu zweit vielleicht sich für einen Tag komplett vornimmt, kann man das durchaus schaffen. Wenn man halt nicht irgendwann wirklich diesen, ich habe jetzt genug Punkte im Moment. Sicher. Aber wenn man wirklich Hardcore-Gamer ist, kann man das zu zweit theoretisch sogar an einem Tag oder lass es mal gemütlich an zwei durchziehen. Wir haben ja jetzt immer nur an Abenden gespielt. Und es ist halt auch so, dass die Art, wie die Rätsel für zwei Leute gestaltet ist, die frisst sich jetzt nicht raus. Also ich sag mal, genau jetzt nach der Koop-Kampagne hat man irgendwie auch genug. Dann hat man irgendwie alles mal gesehen, alle Mechanikenkombinationen. Und wenn man jetzt trotzdem noch Bock hat, könnte man sich jetzt immer noch online kann man suchen. Das ist genau die richtige Länge. Länger wäre vielleicht nervig gewesen. Was jetzt auch folgen wird, also wir werden jetzt noch online ein bisschen eine Menge spielen. Einerseits haben wir... Community-Kammern gefunden, die uns relativ ansprechen. Die wir relativ ansprechend finden, dann hat Nazgul ein paar Kammern erstellt, die wir... Wo ich jetzt nochmal im Nachhinein sagen muss, weil ich habe geguckt, A, kann man sie überhaupt noch lösen, weiß ich noch die Lösung davon, B... Wenn ich rätsel, wir wieder zu dritt. B, ja. Wie an sich ist die ganze Lösbarkeit, ich habe mitbekommen, Alter, die sind eigentlich echt richtig scheiße. Ich hab ja gesehen, du setzt sehr viel auf Geschicklichkeitskammern, das ist ja nicht so meins. Naja, nicht so der Rätsel, ich bin ja mehr so der Rätseltyp. Das ist auch nicht so, aber mehr als Geschicklichkeit. Das wollte ich dir mal zeigen, das ist witzig. Ach ja. Ich muss auch sagen, die Hub ist schön gestaltet. Ich mag die Hub sowieso. Ob sie was sagt, wenn wir gleichzeitig in den Tour springen? Können wir das nochmal probieren? Das haben wir noch nicht gehabt. Headburn-Timer. Ja, genau. Das ist nicht der Timer. Oder wir beenden es damit, mit dem Tod, gemeinsamen Tod. Ja, das ist gut. Machen wir ein gemeinsamer Tod. Du hast noch irgendwas, was wir erwähnen wollen? Wollen wir nebeneinander stehen beim Springen? Obwohl, ihr so sehen, was wisst. Ja. Gibt es noch etwas, was wir erwähnen sollten? Irgendwas auswertungsmäßig? Also das Spiel war super. Also, ich muss dir sagen, Claude, du warst ein hervorragender Koop-Partner. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen, dass ich das auch von dir sagen könnte. Viel zu viele Turrets haben das Licht der Welt nicht mehr erblicken können. Sowohl die Freiwilligen als auch die Unfreiwilligen. Viel zu viele durften überleben. Wie gesagt, die Spielmechanik, ich finde das überragend. Also, auch wenn manches nicht mich direkt anspricht, aber von der Idee her ist das alles super. Auch der Koop-Teil mit diesen einzelnen Kammern.
Vielleicht hätte man noch so einen kleinen Endbosskampf reinbauen können gegen den Vogel, dass man den Fisch schießen muss, aber... Gegen den Vogel haben sie sich vielleicht sogar gedacht, könnten sie machen, aber es war wahrscheinlich zu schwierig. Es ist ein Koop-Endbosskampf, muss nicht sein. Dafür ist das auch... Du musst auch bedenken, der Koop-Teil ist ja auch kein Hauptspiel. Im Endeffekt ist es ja mit dem zweiten Teil dazugekauft. Du musstest es ja nicht extra freischalten oder so. Ja, das ist der zweite Teil, den hat man ja nicht als Einzel- und mit Koop zusammen. Das heißt, es war ein Spiel, wo beide Teile drin waren. Oder war der Koop damals als Portal 2 noch nicht für Steam-Maschine ist noch nicht dabei? Komplett Paket. Siehst also du? Es gehört das für mich zum Spiel direkt dazu. Ja, eben. Und deswegen muss es ja keinen eigenen Endboss haben, finde ich jetzt wieder. Ein Spiel, ein Endboss. Muss es nicht. Ich meine, ich bin im Endboss, wenn da wieder Zeitdruck gewesen wäre, wäre wahrscheinlich wieder die Nerven mit mir durchgegangen, aber... Hätte ich geregelt. Nein, ich bin nicht Multitasking. Rosenei regelt. Vielleicht. Nun gut. Lass uns viel Spaß gemacht, mit gucken, euch zu spielen. Was ist da unten zu holen? In der Regel kann man mit Rot schreiben. Oh. Nasco ist nicht traurig, dass er seinen Joker nicht einsetzen durfte. Ist okay. Wir hätten ihn ja fast in der letzten Kammer benutzt, aber er hat auch gesagt, dass er auch keinen besseren Weg hat. Ich hab ja gesagt, der Joker ist nicht, wenn ihr nicht weiter wisst, sondern wenn ihr euch gegenseitig nicht mehr ertragen könnt, dass ich euch das mal abnehme. Ja, natürlich haben wir total Spaß gehabt, permanent miteinander zu spielen. Wir mögen es auch total. Ich habe ihm vor dem Joker angeboten, nach Frozen Eye. So, deswegen biete ich dir jetzt an, Asmo. Möchtest du zum Abschluss den Todessprung mit Frozen Eye zusammen machen? Robot, ich biete jetzt den Joker an. Nein, komm. Spring allein in den Tod. Ich mach mal Timer. So, du kommst mit. Spring gleich. Also, mal, das war's. Das war Portal 2. Es geht weiter mit den Community. Schauen wir noch nicht. Spring bitte. Was war das denn? Ich muss noch abmoderieren. Alles klar, dann mache ich den Timer erst, dann gehe ich jetzt. Alles muss man hier zweimal machen. Es klappt nie beim ersten Mal. Also das war Portal 2, der Koop-Modus mit Frozen Eye. Ich danke mich, dass ihr beide dabei wart, und Nasco 4. Und jetzt geht's weiter mit Community-Kammern und... Da sehen wir uns ja auch nochmal. Genau, ich hoffe, dass ihr weiterhin viel Spaß habt und dabei bleibt. Das war's. Bye, bye. Bleibt uns nur noch eins zu sagen. 3, 2, 1, Hasselhoff! Alter, du bist so ein... Nein, du bist Schluss. Dritter Versuch. Warum? Weil... Why would you even do that? Stupid moron. Warte, jetzt mach ich den. Gut, ja, mach mal. Also, das war... Das ist schon wieder nicht der Countdown. Atlas sagt sich auch, was soll der Schuss? Das war Portal 2. Never thought we would need to track how many times you died in the hub.